SWR 2 Alte Musik. Mein Name ist Bettina Winkler und bei mir dreht sich heute alles um John Dunstable. Der englische Komponist aus dem 15. Jahrhundert hat wohl nicht nur musikalische Talente, der Fürst der Musik besitzt auch geheimes Wissen über die Sterne, wie auf seiner Grabplatte zu lesen ist. Das hat mich neugierig gemacht, denn mir war er zunächst als wichtiger Vertreter der sogenannten Contenance Angloise bekannt. Dieser Begriff bezieht sich unter anderem auf den terzen- und sechstenseligen Wohlklang der damaligen englischen Vokalmusik. Quam pulchra es, wie schön du bist. Die Vertonung eines Textes aus dem Hohelied von John Dunstable, es sang das Ensemble La Reverdie. Der französische Autor und Kleriker Martin Lefranc beschreibt diesen typischen, süß klingenden Ton der englischen Musik im 15. Jahrhundert als La Contenance Angloise. Und solange damals Burgund mit England verbündet ist, hat dieser Stil einen entscheidenden Einfluss auf die burgundische Musik. Über Guillaume Dufay meint Lefranc zum Beispiel, er habe die englische Manier übernommen und das mache seine Musik fröhlich und vorzüglich. Wie anders das noch im 14. Jahrhundert, zum Beispiel bei Guillaume de Machaut klingt, will ich Ihnen kurz mit einem Ausschnitt aus seiner Messe de Notre Dame zeigen. Deutlich ist hier die Dominanz von Quinten hörbar.
John Dunstable gehört zu jenen Komponisten der Frührenaissance, in deren Biografie es einige weiße Flecken gibt. Zum Beispiel das genaue Geburtsdatum, irgendwann um 1395 in England. Immerhin steht das Sterbedatum fest, der 24. Dezember 1453. Doch Dunstable gehört zu den ganz Großen seiner Zunft. Sein Name steht im 15. Jahrhundert als Synonym für englische Musik schlechthin. Ähnlich wie die großen gotischen Kathedralen ist seine Musik strukturiert und zugleich voller Klangreichtum und mit einer kantablen, also sangbaren Melodik. Während sich die geistliche Musik des Mittelalters eher horizontal linear orientiert, sind es nun die vertikalen Zusammenklänge, die eine wichtige Rolle spielen. Die Konsonanz in der Mehrstimmigkeit, der Wohlklang steht da im Vordergrund. Dissonanzen, sofern nötig, werden sorgsam musikalisch vorbereitet. Schönes Beispiel dafür ist das Responsorium Beata Dei Genitrix, heilige Gottesgebärerin Maria. Die terzenreiche Oberstimmenkantilene wird hier von den beiden ruhigeren, oft orgelpunktartigen Unterstimmen liebevoll getragen. Maria, fiat.
Das Ensemble Gothic Voices hier in SWR 2 Alte Musik mit Beata Dei Genitrix von John Dunstable. Konsonanter Dreiklang steht hier im Vordergrund des Stimmengeflechts. Versuchen wir mal, Dunstables Leben ein bisschen zu durchforsten. Vielleicht finden Sie ja doch noch einige Informationen dazu. So schreibt zum Beispiel Peter M. Lefferts im Lexikon MGG, Musik in Geschichte und Gegenwart, Dunstables Leben sei, Zitat, weniger gut dokumentiert als das vieler seiner Zeitgenossen, da kein Testament überliefert ist und er keiner Kathedrale oder Klostereinrichtung und auch nicht der Chapel Royal, der königlichen Kapelle, oder einer anderen königlichen Kapelle oder dem Hochadel verbunden war. Ebenso wenig stand Dunstable in Regierungsdiensten. Er wirkte in gehobener, aber nicht näher bekannter Position am Hof einer Reihe von Magnaten des englischen Königshauses Anjou Plantagenet. Soweit Peter M. Lefferts. Zu diesen Magnaten gehört wohl John von Lancaster, Herzog von Bedford, selbst ein großer Kunstförderer und Bruder von König Heinrich V. Der kleine Marktflecken Dunstable, von dem sich der Nachname des Komponisten herleitet, liegt in Bedfordshire, nicht weit von London entfernt. Sollte Dunstable also dort geboren worden sein, könnte der Herzog das Talent des jungen Musikers erkannt und ihn dann unterstützt haben. John Dunstables Rondeau Puisque m'amour, seit es meiner Liebsten nicht mehr mit mir gefällt, mit Musica Reservata. 50 Jahre ist diese Aufnahme alt. Von 1422 bis zu seinem Tod 1435 regiert der Herzog von Bedford in Teilen Frankreichs, die damals im Besitz Englands sind, und Dunstable könnte ihn durchaus nach Paris und nach Rouen begleitet haben. Nicht nur als Musiker, sondern auch als kundiger astrologischer Berater, der vielleicht sogar militärische Kenntnisse hat. Diesen Hinweis habe ich in einem Aufsatz von Hilary M. Carey von 2010 gefunden. In Frankreich könnte Dunstable dann auch dem Komponisten Gilbert Schwab begegnet sein. Im Namen seines unmündigen Neffen Heinrich VI. Führt Bedford den sogenannten Hundertjährigen Krieg gegen den französischen Dauphin Karl VII. Fort, und siegt 1424 in der Schlacht von Verneuil über ein franco-schottisches Heer.
Dieser Sieg ermöglicht ihm den Vorstoß in das Loiretal und den Einschluss von Orléans. Und damit sind wir bei einer berühmten historischen Gestalt, Jeanne d'Arc. Sie unterstützt den französischen Dauphin erfolgreich bei seinem Eingreifen in den Krieg. Zu seiner Königssalbung 1429 in Reims begleitet sie ihn. Ein Jahr nach der Krönung von Karl VII. Wird sie in Compiègne von den Burgundern verraten und von Herzog Philipp III. Für 10.000 Franken an John von Lancaster, den Herzog von Bedford, ausgeliefert. Der hält sie 5 Monate in einem Turm gefangen, dann verurteilt man sie schließlich in einem Schauprozess als Heretikerin. Am Morgen des 30. Mai 1431 wird Jeanne auf dem Marktplatz von Rouen verbrannt. Ihr Tod und ihr schneller Ruhm als Märtyrerin stärken Karl VII. Und schwächen die Burgunder so sehr, dass sie sich gezwungen sehen, England den Rücken zu kehren und Frieden mit Frankreich zu schließen. Jungfrau, einzigartig unter den Jungfrauen, erfreue dich an dem herrlichen Geschenk. Du allein, Maria, warst würdig, einen König zu gebären. Eine Motette von John Dunstable, gesungen vom Orlando Consort und für mich eine kleine Hommage an die Jungfrau von Orléans, die der Herzog von Bedford 5 Monate lang gefangen hält und die anschließend nach einem Häresieprozess auf dem Scheiterhaufen stirbt. SWR 2 Alte Musik, ich bin Bettina Winkler und mein Thema heute ist der englische Komponist John Dunstable. Wahrscheinlich steht Dunstable nach seiner Zeit bei Bedford in Diensten von Königin Joan. Johanna von Navarra ist durch Ehe mit dem Herzog Johann V. von Bretagne zunächst Herzogin der Bretagne und durch eine zweite Ehe mit König Heinrich IV. Queen Consort von England.
Solange ihr Sohn Heinrich V. noch minderjährig ist, übernimmt sie dessen Regierungsgeschäfte in der Bretagne. Dann fällt sie allerdings politisch in Ungnade. Man bezichtigt sie der Hexerei. Sie soll Heinrich V. vergiften wollen. Diese Anklage ist vermutlich ein geschickt ausgedachter Schachzug ihres eigenen Sohnes. Er will an Johannas Vermögen kommen, weil er für seine anstehende Heirat mit Catherine de Valois Geld benötigt und der königliche Etat bereits heftig überzogen ist. Johanna, inzwischen Witwe und ohne neuen Ehemann an ihrer Seite, ist ein leichtes Ziel für solche Angriffe, zumal der Vorwurf der Hexerei damals schnell im Raum stehen kann. 3 Jahre lebt sie an verschiedenen Orten in Gefangenschaft, eine offizielle Anklage gibt es nie. 1422, kurz vor dem Tod Heinrichs V., bekommt sie Teile ihrer Ländereien und ihre Freiheit zurück. Die Rolle der Königswitwe hat inzwischen Catherine de Valois übernommen. Johanna hat keine zeremoniellen Aufgaben mehr am Hof. Während der Regierungszeit von Heinrich VI. Lebt sie zurückgezogen an verschiedenen Orten, unter anderem auf Nottingham Castle. Und dort hält sich auch John Dunstable auf und arbeitet wahrscheinlich für sie bis zu ihrem Tod 1437. Aus dieser Zeit könnte seine Vertonung des folgenden Hoheliedtextes stammen. Descendi in ortum meum. Ich stieg in meinen Garten hinab. Es singen The Cardinals Music unter der Leitung von Andrew Carwood. Nach dem Tod von Königin Joan wechselt John Dunstable in die Familie ihres Stiefsohnes Humphrey, Herzog von Gloucester, einem Bruder von Heinrich V. Humphreys politischer Einfluss auf die englische Regierung lässt in den 1430er Jahren nach, er zieht sich mehr und mehr ins Privatleben zurück. Und auch bei ihm gibt es einen spektakulären Fall der Hexerei und Ketzerei, denn seine zweite Frau, Eleanor Cobham, wird 1441 ebenfalls angeklagt und anschließend bis zu ihrem Lebensende unter Hausarrest gestellt. Gut möglich, dass Humphrey durch diese Aktion politisch diskreditiert werden soll.
Eine wichtige Verbindung zwischen dem Komponisten John Dunstable, Königin Joan und dem Herzog von Gloucester bildet die Benediktinerabtei St. Alban und ihr Abt John Whittemstead. Die Abtei liegt rund 35 Kilometer nördlich von London und ist eine Zeit lang das wichtigste Kloster in England. Dort entsteht zu Beginn des 13. Jahrhunderts der erste Entwurf der Magna Carta, der Grundlage des englischen Verfassungsrechts. Für diese Abtei komponiert John Dunstable eine Messe und zwei Motetten zu Ehren der Abteiheiligen St. Alban und St. Germanus. Amen.
Pro Canzone Antiqua London unter der Leitung von Bruno Turner, hier in SWR 2 Alte Musik, mit einer Motette für den heiligen Alban von John Dunstable. Alban überhaucht auf ewig die Sterne mit rosiger Schönheit und England errötet, von seinem purpurnen Blut umgürtet. Eine ältere Produktion von 1980. Der Text zu dieser Motette stammt möglicherweise vom Abt des Benediktinerklosters St. Alban, John Whittemstead, persönlich. Vermutlich hat er hier eine ältere Vorlage umgedichtet. Anlass für die Komposition könnte ein Besuch des Herzogs von Bedford im Jahre 1426 in der Abtei gewesen sein. John Dunstable steht zu diesem Zeitpunkt vermutlich in dessen Diensten. Die meisten von Dunstables Kompositionen entstehen vor 1435. Danach scheint er sich auf andere Aktivitäten konzentriert zu haben, wie Astronomie, Astrologie und Mathematik. In der Bodleian Library in Oxford gibt es zum Beispiel einen Band von William Worcester, in dem sich Kopien aus Dunstables Büchern finden. Einige seiner astrologischen Schriften haben demnach in anderen Handschriften überlebt. In seiner eigenen Bibliothek gibt es Abschriften von Werken des Astrologen John Ashenden vom Merton College in Oxford, in denen es um Mondfinsternisse und Planetenkonjunktionen geht. Vielleicht hat Dunstable sogar selbst in Oxford studiert. In späteren Epitaphen, also Nachrufen, wird er nicht nur als Fürst der Musik, sondern auch als neuer Ptolemäus, als Sternenkundiger, als Ratgeber der Urania, Muse der Astronomie, und sogar als junger Atlas, der den Himmel trägt, bezeichnet. Eigentlich naheliegende Fachgebiete, denn wie die Musik gehören auch Arithmetik, Geometrie und Astronomie zum Quadrivium der Septem Artes Liberales, der sieben freien Künste, die damals an den Universitäten gelehrt werden. Interessant in diesem Zusammenhang, der schon erwähnte Abt von St. Alban, John Whittemstead, plant zwischen 1452 und 1453 den Bau einer prachtvollen Bibliothek. Dazu gehören 12 bleiverglaste Fenster, die verschiedene wissenschaftliche Disziplinen zeigen. In den Versen, die der Abt für die jeweiligen Fenster verfasst, bezieht er sich teils eindeutig, teils indirekt auf John Dunstable, nicht nur als einen Vertreter der Musik, sondern auch der Astronomie, der Medizin und der Astrologie. Auf jeden Fall interessieren sich Dunstable selbst, aber auch sein Dienstherr, der Herzog von Gloucester, wie auch der Abt von St. Alban für die Ideen des Humanismus, in dem Astronomie und Musik eine wichtige Rolle spielen. Musik wird nicht mehr nur als Disziplin, sondern als ausgeübte Kunst betrachtet, deren Klang den Menschen beeinflussen kann. Ungeachtet dessen ist Dunstable fest im christlichen Glauben verankert, wie seine umfangreiche Pfingstmotette Veni Sancte Spiritus, Veni Creator zeigt. Thank you.
The Gesualdo Six unter der Leitung von Owain Park mit John Dunstables Pfingstmotette Veni Sancte Spiritus, Veni Creator. Komm, Heiliger Geist, komm, Schöpfer. SWR 2, alte Musik. Heute steht der englische Komponist John Dunstable im Mittelpunkt. Mein Name ist Bettina Winkler. Obwohl Dunstables Musik zum größten Teil in Quellen auf dem europäischen Kontinent überliefert ist, hält er sich nur vorübergehend in Frankreich auf. Aber er beeinflusst die dortigen Musiker nachhaltig. Nicht umsonst spricht man von der schon zu Beginn erwähnten Contenance Angloise, die zu einem neuen Klangbild führt, mit ihrer Vorliebe für den Vollklang, also für die Terz, den vollen Dreiklang und den Sechstakkord. Dunstables weltliches Lied »O Rosa Bella« wird zu einem der bekanntesten Gesänge des 15. Jahrhunderts, nicht nur in England, sondern auch auf dem Kontinent. Bella, ein weltliches Lied von John Dunstable mit Singapur. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf Dunstables Grabplatte, die sich in der Kirche St. Stephen Walbrook in London befindet. Dort steht, frei übersetzt, hier ist er, eingeschlossen in diesem Grab. Er, der den Himmel in seiner Brust umschlossen hat. John Dunstable, der Verbündete der Sterne. Durch seinen Rat wusste Urania dem Himmel Geheimnisse zu entlocken. Dieser Mann war dein Ruhm, dein Licht, dein Anführer, deine Musik. Im Jahre 1453, am Tag vor Christi Geburt, ging er hinüber zu den Sternen. Mögen die Bürger des Himmels ihn als ihresgleichen empfangen. Das folgende Agnus Dei stammt aus John Dunstables Missa Rex Seculorum. Wie schon erwähnt, komponiert Dunstable diese Messe für die englische Benediktinerabtei St. Alban, im Mittelalter eines der reichsten und mächtigsten Klöster der Insel und gleichzeitig ein Hort der Wissenschaften. Alle Sätze dieser Messvertonung basieren auf einer Antiphon für den heiligen Benedikt. Rex Seculorum, König der Jahrhunderte. Thank you.
Das Orlando Consort mit dem letzten Satz, dem Agnus Dei aus John Dunstables Missa Rex Seculorum. Das war SWR 2 Alte Musik. Heute ging es um den englischen Komponisten John Dunstable, der mit seinem Terzen- und sechstenseligen Wohlklang Komponisten auf dem Kontinent entscheidend beeinflusst hat. Aber nicht nur die Musik, sondern auch Mathematik und Astronomie haben in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt. Das Manuskript zur Sendung und die Sendung selbst finden Sie auf der SWR2 Homepage und in der SWR2 App. Und wenn Sie noch mehr über John Dunstable und seine Zeit erfahren möchten, empfehle ich Ihnen das Buch von Rebecca Sandmeier, Geistliche Vokalpolyphonie und Frühhumanismus in England. Hier folgt nach den Nachrichten das Magazin SWR2 Lesenswert und nächste Woche stellt Ihnen meine Kollegin Ilona Hanning wieder neue CDs vor. Ich bin Bettina Winkler und wünsche Ihnen noch einen entspannten Sonntagnachmittag. Ich verabschiede mich mit einer letzten Musik von John Dunstable, dem Gloria in Canon, das Margaret Bent, Musikwissenschaftlerin und Dunstable-Expertin, rekonstruiert hat. Es singt das Ensemble Tonus Peregrinus.